So, meine Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind hier kurz vor der Offensive gegen Sin. Ja, genau, Gemetzel. Mann, Gadda. But they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Aber man hat voll recht, Mangala. Bleib cool und lass uns jetzt hier zu Kinnok. Der hockt hier gleich bestimmt irgendwie. Da ist er. Wie sieht er aus? I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Ihn umarmt er und Owen, das macht er. Good to see you, Oren. 10 years, is it? That's when Kinnok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks and also commands the crusaders. Der ist mir auch irgendwie unsympathisch. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir. Tell me, Oren, where have you been the last 10 years? Na, ein bisschen noch mehr gemütlich. We don't have time for this now, do we? This plan won't work. You know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kinnok? Lord Arschloch? Oh yes. Proceed. Ich mag den jetzt wirklich nicht. Er lässt die Menschen aber sterben. That Kinnok a Maester? I heard that, Oren. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? Oh, man. I kinda think we don't belong here. Ja, wir sollten jetzt lieber im Djose-Tempel hocken und die Bestia kriegen. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Okay. Ja, ich würde sagen, ich bin ready. Und ihr auch, Leute, oder? Oh, eine Kiste! Mega Portion, da ist auch noch eine Kiste. Tobsuchtband. Anything could. Noch irgendwo Kisten? Nö. Ja, quatsch mal ihn an. Sind sie alle fertig? Oh ja. Jetzt geht's los, Freunde. Die Offensive beginnt. Maester Kinnok, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Oren telling me. Sin is my old man. Sin is jacked. Oh nein. Und die Musik voll böse. Alter, die Schuppe von Sin, die da drin ist, die geht ja voll ab. Ausgebrochen. Wie sieht denn das Vieh aus? Warum hat sich dieses komische Zeckenvieh voll mit dem Ding verbunden? Ist ja richtig eklig. Ja gut, was müssen wir machen? Wir haben keine... Ich brauche mal Kimari. Ich will mal wissen, was für Energie sie haben. 12.000, 4.000. Ja gut, dann lasse ich als allererstes Yuna angreifen.
Wir beschwören nämlich Ifrit. Und ihr werdet schon sehen, was ich damit erreichen möchte. Wenn Ifrit stirbt, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache wird jetzt erstmal cool hier. So, wir hauen direkt Inferno rein. Let's go! Vor allem, das ist voll dumm, dass man den Felsen nicht sieht wegen dem Emulator. Also hier, Ifrit schmeißt dann eigentlich einen richtig fetten Mega-Felsen. Blitz setzt ein. Ne, der Kopf, der kann ganz fiese Zustandsveränderungen herbeiführen. Und, der Kopf macht verdächtige Bewegungen, genau, das meinte ich. Oh nein, Ifrit nicht sterben! Ja, auswählig, und? Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt, nein! Ifrit, bitte überleb! Alter Scheiße, los Ifrit! Nein! Aber Gravitas ist auch noch nicht so schlimm. Und gegen Gift war er immun, also... Jetzt ist er aber mal dran hier, das hat jetzt ein bisschen... Die Arme haben sie regeneriert. Na klar, so schnell. So, jetzt aber direkt wieder Inferno. Dann ist der Kopf tot. Und die Arme sind gleich wieder weg. Es ist halt so, die Arme, die schützen auch den Teil in der Mitte. Und deswegen kommen die auch immer wieder. Na egal. So, jetzt müssen... Genau. So. Der olle Kopf ist auch kaputt. Der kann jetzt kein Giftsekret mehr machen und nicht mehr zaubern. So, ja. Ifrit, du hast echt gute Arbeit geleistet. Jetzt ist er tot. Ich könnte theoretisch einfach noch Falfaris beschwören und voll fertig machen, aber... Nö, machen wir mal einen Kraftbrecher und dann hauen wir mit allem drauf, was wir haben, dass zumindest jeder XP kriegt. Ja, hier, Feuerer haben wir doch, ne? Feuerer ist ja toll. Und bam! So, dann darf Kilos, er darf ja seinen Salto-Heat machen. Zack, super. Bam. Jeder kann ja immer noch Gravitas einsetzen. Oh, bei Owen ist das nicht so gut. So, Kimari. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir können ja mal Dragonik machen. Alles klar. So, und Walker hat noch nicht angegriffen. Mit Walker machen wir einfach mal hier Tombola Element T. Mal sehen, was bei rauskommt. Feuer will ich. Oh verdammt, jetzt habe ich Blitz. Naja, auch nicht schlecht. Und der Ball ist Kälte und Blitzschaden. Ist ja eigentlich auch eine coole Kombi, oder? Bam! So, alles klar, haben wir wieder drauf. Oh, der Typ, der will richtig durchdrehen. Ich würde sagen, jetzt ist so ein Zeitpunkt, jetzt mache ich mal Wut. Es ist nur ein Gegner da, den wir treffen können, machen wir Feuerer Wut. Und das ist ganz komisch, ich muss jetzt mit dem Stick drehen. Denn irgendwie, ich verstehe es selber nicht, da... ja genau, ganz komisch. Am Anfang dieser komischen Leiste ist eigentlich normalerweise auch ein Symbol von einem Stick, der sich dreht, dass man halt genau das machen soll. Wurde jetzt durch den Emulator nicht angezeigt. Und ich weiß echt nicht, wie man die Anzahl der Treffer steigern kann. Wie man dafür drehen muss und was man da richtig machen muss, kapiere ich nicht. Ich drehe einfach beide Sticks vom Controller und... Naja, ihr habt es ja gesehen. So, zeig mal her, was ist denn jetzt hier? Ich könnte theoretisch einfach Falfaris... Oh Mann, jetzt habe ich hier wieder keinen Durchblick. Ich könnte theoretisch einfach Falfaris rufen und mit Falfaris... Ja, machen wir einen Solaris-Strahl. Alle haben mittlerweile angegriffen. Und der Solaris-Strahl müsste gut Damage machen. Ist ja vielleicht sogar stärker als Ifrits Inferno, wer weiß. Nee, ich bin gespannt, deswegen finden wir es jetzt einfach mal heraus. Zack, Solaris-Strahl. Oh, das wird schön. Das wird lustig, Leute. Das wird lustig. Bam, 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 bam. Boah, 3000 Schaden sogar. Das ist gut. Mal sehen, vielleicht greift der ja Falfaris so oft an und Falfaris weicht so oft aus, dass direkt wieder, na, wohl doch nicht. Gravitas, okay. Ich staune, dass wir angreifen können. Vielleicht kriege ich ja doch nochmal ein zweites Mal Dings dahin. Aber ich sollte das Vieh jetzt eigentlich auch besiegen können. Wie, der hat einen Konterangriff?
So normalerweise. Nein, nicht die Arme. Ja gut, dann brauche ich jetzt noch einen Solarestrahl. Sonst hätte ich ihn jetzt tot machen können. Naja, Solarestrahl und dann Rinne hauen mit dem Arsch. Der wird so tot sein. Na, so macht das Spaß. Ja, Sieg, Leute, Sieg. Hat auch nur 5 bis 7 Minuten gedauert. Joa. Ich wollte schon meinen, geht's auch irgendwann weiter? Oh, für so ein ekliges Vieh, ey. Ganz eklig so. Oh. Ich glaube, das ist Sinn, aber es sieht ganz komisch aus. Es sieht eher tentakelmäßig aus als. Ach du Kacke, was ist denn da los? Was hat denn der für ein. Ich fand, das sieht voll komisch aus mit den Lichtern, die da so rumwirbeln und dann. Was hat er da für ein komisches Zeug um sich herum? Na klar, fallen die ganzen Schuppen ab oder die Schuppenreste. Die können ja nicht in Wasser rennen und dann. Ach doch, Mann, du. Look out! Ja, jetzt hauen sie wieder alle ab. Beziehungsweise Tidus, der will vielleicht hin. Oh, jetzt macht er das Ding weg. Das Ding sieht echt gruselig aus. Okay, bei dem Ding sind richtige Grafikfehler. Boah! Alter, der macht alles tot. Wie böse. Juna. Ah, vor allem, als er da seine komische Kraftwelle da aufgebaut hat. Alter, voll die kranken Grafikfehler. Egal, so, Juna, was los? Geht's dir gut? Na klar, das Vieh rastet voll aus. Seymour. Der hält das Vieh an Saline auf. Ja, Freunde, es geht weiter. Ein zweiter Kampf. Diesmal mit Juna, Seymour und Oren. Stand back, Lady Juna. Yes. Ja, der Kampf ist lustig, vor allem, weil man kann halt einmalig im Spiel jetzt mit Seymour kämpfen. Und der ist dann doch ein bisschen aufgepowert. Hier, Weißmagie hat er ganz viel. Doch nicht so viel, aber. Ja, er hat die Radzauber. 6000 HP hat das fehlt nur, also die Hälfte von dem vorherigen. Ich mache erstmal den Kopf kaputt, dann kann er keine ekelhaften Magie-Angriffe mehr machen. Ja, ihr seht, Seymour macht Damage. So, mit Juna könnte ich theoretisch Falfares beschwören. Voll fertig machen, aber nö. Wir haben mit Juna auch Feuerer, also raufgeballert. Bam, ist das geil. Das ist richtig praktisch, dass wir mit Juna hier Feuerer gelernt haben. Finde ich gut, war eine echt gute Entscheidung. Liegt das irgendwie am Emulator, dass Seymour umgedreht ist? Ist voll komisch. Ja, jetzt schützt er sich, ihr seht's. Und dann macht's kaum Schaden. Deswegen müssen wir mal eben schnell den anderen Arm noch wegballern. Wie viel Schaden der Arsch macht. Ist unglaublich. Und ja, wir machen direkt weiter. Feuerer. Von wie viel MP Seymour hat. Der hatte 999. So. Echt übel. So, wieder Feuerer. Das Vieh lebt nicht mehr lange. Direkt weitermachen. Dann kann Aura nochmal angreifen. Dann kann Seymour nochmal angreifen. Bam.
Ja, noch 2 bis 3 Angriffe, dann habe ich gewonnen. Wenn er nicht seinen Arm wiederholt. Werden wir sehen. Voll cool, mal Leute, gleich haben wir gewonnen. Lalalala. Zack, und Seymour darf den Rest machen. Bam. Gewonnen, wieder. Schon wieder, ja, genau. Jetzt ist er endgültig tot. Das ist schön. Oh, so viel XP. Guck, oh, und Seymour, ey. 7 Level erreicht. Aber mit Seymour können wir nicht anfangen. Und, oh, Alter. 6 Level 1 Sphero-Pässe. Ich hätte den mal beklauen sollen mit Kimari, glaube ich. Da wäre bestimmt was Cooles dabei rausgekommen. Ja, was ist mit den anderen eigentlich? So ein Mega-Laser. Hoho. Voll übel, wie viel Power Sinn hat. Ja, Freunde, so viel zur Mihen-Offensive. Naja, wir haben ein paar Level erreicht. Man soll ja immer das Positive in allem sehen, ne? Alles kaputt. So, Tidus, der lebt auf jeden Fall noch, so wie wir sehen. Ich frag mich, wie es Lulu, Walker und Kimari geht. Oh, alles tot. Fies. Interessant, dass alle tot sind und Tidus es neu geschafft hat. Aber naja, ist der Hauptcharakter. Er kann ja nicht einfach so sterben. So, mal gucken. Leben hier denn noch irgendwelche Menschen? Man soll ja die Hoffnung nicht aufheben, ne? Sein Körper ist noch warm, aber ohne Atem. Seine Augen starren in den Himmel. Als ob er nur schlafen würde. Er hatte wohl keine Zeit, Schmerz zu verspüren. Das ist Gata! Ja, Gata ist es. What's going on? Why? What? What's going on? Sin haut wieder ab. Der denkt sich wohl, ja, jetzt habe ich genug Leute getötet. Lass ich den Rest mal leben da. Don't you run away from me! Ich denke, Matthias will irgendwie in Kontakt mit seinem Vater treten.
Er weiß ja, dass Jack das ist. Und vielleicht fragt er sich auch, warum der die ganzen Leute tötet. Weil wenn es der Vater ist, ne? Der kriegt's einfach nur. You can't. Ja, you can't, Lady Yuna. Mann, oh. Na, egal. Das ist doch hier vom... Na klar, da sieht unser Wasser genauso aus wie bei diesen Ruinen, wo wir am Anfang waren, oder was? Da war es doch auch so, ne? Na, Tidus, du kommst dem doch alle hinterher. Das ist ja viel zu schnell schon weg. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Ja, die Frage ist, was kommt jetzt so, ne? Was kommt nach dieser Offensive? Vor allem nach der misslungenen Offensive. Beziehungsweise wann, wann trifft sich unsere Gruppe wieder? Wie geht's denn allen? Was ist das jetzt? Hö? Das ist jetzt merkwürdig. Das Jenseits jetzt oder was? Oh nee. Soll heißen, dass Lutz tot ist oder was? Nicht gut. Und das Killia kennen wir schon. Wie nee. Was soll denn der Mist? Immer ist überall dieser komische kleine Kerl. Cool, ich kann laufen. Als Kitty. Yeah. Kann ich einfach überspringen, cool. Aber wo soll ich denn jetzt hingehen? There he goes again, crying. Das war merkwürdig. Sehr merkartig. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Na, auf jeden Fall ist er wieder an Land und wird nicht im Wasser da sterben. How many died today? People die and Yuna dances. Wenn Leute sterben, muss ich tanzen. Das hört sich auch gut an. When will it stop? When will it stop? For the heck? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then. I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Ja, wir sind weder gestorben noch nach Xanarkand zurückgekehrt. Also muss es weitergehen. Sin had come and gone, but I remained here.
Ja, Freunde, so viel dazu. Ja, die Mihen-Offensive ist misslungen. Ja, wir können endlich wieder frei rumrennen. Ich denke mal, wir haben jetzt eh nichts Besseres zu tun, als irgendwie zum Dioso-Tempel zu kommen, ne? Ist ja immer noch unser nächstes Ziel. Auf jeden Fall, ja, die Level, die mache ich alle schnell offscreen dann, zwischen jetzt und dem nächsten Part. Und ja, danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Final Fantasy X. Ciao, Freunde.